Willkommen zurück zur Formel 1 2016. Wir starten jetzt den großen Preis von Kanada und wir stehen auf sehr aussichtsreicher Position. Soll heißen, ziemlich weit vorne, Platz 6, wenn ich mich nicht täusche. Ein paar Tage sind vergangen. Und haben ein bisschen vom Wetterchaos profitiert, wobei Chaos vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Es fing halt in Qualifying an zu schlippern und wurde mal wieder trocken. Und das hat für ein bisschen Verschiebung gesorgt. Ja, ich würde sagen, wir sind hier in unser Sauber-Hospitality. Gehen mal an den Laptop und hacken uns ins andere System. Nein, Spaß beiseite. Hier sehen wir nochmal, was wir erforschen. Fürs nächste Mal haben wir hier noch einen kleinen Schub. Was den Luftwiderstand angeht, ich würde sagen, wir quatschen aber jetzt gar nicht so groß, sondern fangen erst einmal an. Ja, ein kleiner Ladeprozess, wie man das halt kennt aus Spielen. Und es geht schon los. Ich gehe damit an die Strecken. Kanada und die Formel 1 sind wirklich ineinander verliebt. Die Tribünen sind immer bis auf den letzten Platz besetzt. Es ist ein Land, das uns Gilles und Jacques Villeneuve und die nervenaufreibenden Rennen von 79, 98 und 2011 brachte. Hier lieben sie den Rennsport und wir lieben es, hierher zu kommen. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier goldrichtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren. Und die Höchstgeschwindigkeiten gehen rauf bis zu 337 in der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht. Und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Die Strecke hier in Kanada ist sowohl bei den Fans als auch bei den Fahrern sehr beliebt. Wir haben hier schon oft Überraschungen erlebt und heute wird Stefan Römer neben mir Platz nehmen. Mir fällt gerade keine andere Strecke ein, die gegen Ende des Rennens so viel Spannung bietet wie diese hier. Gegen Ende des Grand Prix sind die Bremsen natürlich schon abgenutzt und das Wetter könnte sich geändert haben. Du musst also immer bis zur letzten Kurve hochkonzentriert bleiben. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Ja, das ist immer leicht gesagt. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Fernando Alonso hat freie Sicht auf Kurve 1. Er startet von der Pole. Vor Romain Grosjean, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Button, Sainz Junior, Pascal Wehrlein und ein Sauber. Quert, Gutierrez, Magnussen und Jolyon Palmer. Rosberg, Perez, Sebastian Vettel und Raikkonen. Bottas, Massa, Lewis Hamilton und Rio Hayanto. Hülkenberg und Ricciardo. Max Verstappen und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Der Farming Simulator 2017 ist gerade erschienen und ich habe ihn schon mal schnell runtergeladen. Das wird das nächste Let's Play sein, was wir angehen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich kenne das Spiel nur sehr grob und bedingt, aber freue mich trotzdem sehr drauf, mit euch das Let's Playen zu können und dürfen. Ja, zur Startaufstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Chaoswetter hat uns da sehr geholfen. Was ich noch kurz vorweg sagen möchte, es wäre ganz cool, wenn im nächsten Titel die Erzählung der Startaufstellung ein wenig spektakulärer wäre als Alonso, Fernando Alonso ist auf 1, auf 2 ist, Platz 3 ist, 4. ist, 5. ist. Sehr starr und langweilig. Sorry, Alonso steht auf der Pole Position in einem McLaren. Und da wäre es einfach cool, wenn da ein bisschen mehr Dynamik drin war. Also das würde ich mir echt wünschen, dass Codemasters da mal ansetzt. Dieses Jahr haben sie das Spiel massiv verbessert und machte wirklich richtig Spaß. Und darauf kann man aufsetzen mit halt, wie gesagt, einem dynamischen Einspieler halt auf die Platzierungen, dass man da vielleicht hervorhebt, dass es eine sensationelle Leistung ist. Oder man weiß ja aufgrund des Wetters, dass sie da halt sagen, wahrscheinlich war das wetterbedingt oder irgendwie sowas. Das wäre auch ganz cool. Und als letztes, was auch ganz cool wäre, wäre einfach mal ein Kommentar während des Rennens. Gab es halt in Formel 1 97 war es, glaube ich. Und ich glaube auch in 95, wo die Platzierungen erzählt worden sind und. Da könnte man auch ein bisschen Strategisches erzählen. Was weiß ich, die fahren an der Box oder so.
Oder dass mein Ingenieur mir einfach vielleicht ein bisschen mehr sagt, würde natürlich auch gehen, dass der mir dann sagt, hey, die Leute um dir fahren gerade in eine Box oder so, keine Ahnung. Das wäre ganz cool. Wir gehen in die Strategie. Ich möchte betonen, leider kein Regen. Wir haben ein Setup, ich hab gesagt gehabt, wir haben ein eher Regen-Setup. Das ist nicht ganz so richtig. Wir sind natürlich schon, ich bin von Trocknen schon ausgegangen, wusste aber im Qualifying um die Chance und habe jetzt ein bisschen mehr aufs Qualifying gepokert. Und das hat eigentlich, ja, recht gut funktioniert, nicht perfekt. Und wir müssen mal schauen, wie wir das machen, ob wir zwei oder drei Stops machen. Aber da es hier kaum, die Boxeneinfahrt ist ja eigentlich eine Abkürzung, da es hier kaum Zeitverlust gibt, wenn man durch die Box fährt, entscheiden wir uns hierfür. Denn im Endeffekt, ja, wir könnten diesen Stopp sparen. Der Computer errechnet da, ja, er errechnet halt knappe 4 Sekunden, die wir sparen. Aber letztendlich, glaube ich, wird das nicht mal der Wahrheit entsprechen. Ich glaube sogar, wir würden verlieren. Jetzt müssten wir mal gucken, wie viele Runden fahren wir denn? Steht das hier irgendwo? 35 Runden. Und da das hier ein Highspeed-Kurs ist, ganz ehrlich, wir werden hier viel Power geben müssen. Machen wir mal 40 Runden rein. Ist ein bisschen krass, wird für den Start vielleicht auch ein bisschen krass. Aber ich glaube, das lohnt sich. Das hoffe ich zumindest mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Einrollrunde. Wir haben genug gequatscht. Spielt ein bisschen laut, ich drehe es mal leiser. Tendenziell. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Was ich sagen wollte ist, das sage ich gleich. Ich sage erstmal, dieser Kommentar ist immer der gleiche. Auch ein bisschen eintönig, könnte man auch einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ne? Da könnte man zum Beispiel sagen, konzentriere dich auf den Start, achte auf die Kupplung oder keine Ahnung, man kann ja 1000 Szenarien an Texten reinspielen, die man mich auf den Start vorbereitet. Immer das Gleiche und immer alle Gänge schalten und so. Ich kann nicht immer alle Gänge schalten, wenn die hier so rumeiern. Was ich sagen wollte und nicht... Ich schalte einfach mal hoch, aber das bringt ja nichts. Naja, wir sind jetzt einmal in 8 rein. Ja, ein Start kracht es ganz häufig in Kanada. Ist auch einer meiner Lieblingsstrecken. Eigentlich war das immer Spa, aber ich muss sagen, seit schon der gleichen Zoll gefahren werden kann, also ungefähr, ich schätze mal, seit 2005 ist das so, ist die Strecke nicht mehr ganz so anspruchsvoll, weil früher hatte man da immer so ein bisschen, ja, es gab halt immer kleine Schisshasen, sage ich mal, was natürlich richtig ist. Es geht ja ums Leben, wenn man da echt Formel 1 fährt. Und auf jeden Fall waren da die Mutigen gefragt und die haben es dann geschafft, davor zu kommen und haben da viel Zeit gewonnen. Das hat mir immer sehr gefallen und da hat man immer gesehen, welcher Fahrer hat Biss und welcher nicht. Und ist auch nicht schlimm, wenn man den nicht hat, natürlich. Seitdem ist war wahrscheinlich nur mein zweit- oder drittlieblingsstrecke. Nachteil ist, wir stehen hier nicht auf der Ideallinie und Platz 4 wäre vielleicht drin gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht auch 3, man weiß es nicht genau. Jetzt dauert es ein bisschen. Die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. So, bereite dich aufs Kuppeln vor. Halt doch die Klappe, wenn ich rede. Wir sind jetzt auf Betriebstemperatur, den Erfolg haben wir bekommen. Wahrscheinlich, weil wir die Reifen oft genug richtig angewärmt haben. Und eigentlich geht es darum, jetzt keine Plätze zu verlieren. Denn wir haben ein Setup. Ich glaube, auf der Gran sind wir in etwa gleich schnell. Da habe ich halt ein bisschen gespart. Nein, boah, das wäre allein perfekt weg und wir ganz schlecht. Eieieiei. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, man merkt es vielleicht. Oh, da bin ich aber weggezogen. Oh, da ist immer noch einer. Mal gucken, ob wir den halten können. Sieht gut aus. Naja, das ist jetzt ein bisschen sorry. Also, boah, unser ganzes Rennen wäre kaputt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Boah, aber da hat er wieder gebremst. Ja, da sind wir gut durch und ich würde sagen, wir schauen uns den Start doch nochmal an. Leider geht das nicht mehr. Schade. Ach, ein Haas haben wir hier. Und hier haben wir noch einen Haas. Ja, die Haas waren hier bärenstark. Also das war wirklich so. Ich hoffe, ich kriege die Kurve jetzt noch. Ja, das habe ich befürchtet, dass Was das jetzt passiert. Bist du in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung, Herr Kollege. Wir werden das jetzt nochmal angehen.
Das ist, wenn man Pause drückt, dann lenkt er nicht immer gleich wieder voll ein. Dadurch verliert man ein bisschen. Aber das kriegen wir hier hin, indem wir das so machen. Ja, wir sind Vierter. Das wird nicht so bleiben. Also mein persönliches Ziel ist Platz 12 mindestens. Platz 11, 12. Das ist so das, was ich sage, sollten wir schaffen. Und was mache ich denn da? Wir können voll Attacke gehen. Wir haben volle Tanks. Und das verteidigt uns ein bisschen. Und was ist da passiert? Waren wir das etwa? Ich habe jetzt nichts gemerkt. Wenn nicht, würde ich das halt auch wiederholen, weil es ein bisschen ungerecht ist. Gerade weil es ein kleines Team ist. War ich das oder was? Eigene Fahrfehler? Eigene Fahrfehler? Pech? Nee, ich war's. Was, dann würde ich das wiederholen. Ich meine, wir wiederholen bei uns auch und da wollen wir halt auch Fair Play sein. Wie war das mit dem Zuschauer? Ja. Weil ich das schon ein bisschen, ja, da muss man halt schon mal auch gerecht sein. Jetzt habe ich wahrscheinlich, doch, wir haben hier noch fettes Gemisch. Ja, Grosjean greift jetzt an. Das ist halt das Risiko, was wir haben. Der S hat er noch nicht. Und er hat zurückgesteckt. Und vorne waren die sich uneins. Vorne waren die sich uneins. Alonso ist nur Zweiter. Ich bin mir nicht sicher. Und da, wer allein auf 1? Wer allein denn auf 1? Ja, was ist das denn? Ja, das ist ja mal was. Meine Güte, wir stechen hier innen rein, habe ich gedacht. Und wir wiederholen das nochmal kurz ausnahmsweise. Machen wir nochmal ausnahmsweise. Einfach, weil wir so weit vorne sind. Und ich vielleicht deswegen auch ein bisschen übermotiviert bin. Schade, man kann hier auch nicht reinstechen. Eieieiei. Wehrleinen führt einen Grand Prix an. Wer hätte das gedacht? In einen Manor. Ich habe Monaco, glaube ich, aus Versehen Marussia gesagt. Aber es ist natürlich ein Manor. Und das sind die beiden McLaren ja auch gewesen. Ja, die waren sich uneins und haben im Endeffekt die Doppelführung, die sie hatten für McLaren. Unglaublich. Unglaublich, eine Doppelführung haben sie weggeworfen. Ja, und wir können hier voll Power fahren. Auf Reifen brauchen wir gar nicht so sehr zu achten. Das ist unser Vorteil jetzt, obwohl die schon echt damaged sind. Wir bekommen auch gleich DRS. Also selbst wenn wir jetzt nicht vorbeikommen, nächste Runde dann schon. Wir haben noch 4,8 Runden in Benzin. Und da sieht man, dass das gar nicht so viel ist, was ich eingetankt habe. Aber wir kommen, glaube ich, ohne DAS vorbei. So sieht's aus. Ja, das war mal ein Mega-Manöver mit hoher Geschwindigkeit. Wir schauen uns das an. Keine Wiederholung der Szene als solches, sondern einfach nur eine Einstufung. Ein bisschen tief Funkenflug haben wir. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir vollgetankt sind. Und da sind wir sauber vorbei. Alonso hat super mitgespielt. Sagt sich wahrscheinlich auch, ein dritter Platz ist erstmal besser als vielleicht auszufallen in der Kollision. Und Wehrlein fährt 1.18.4, wie 1.19. Das DRS ist aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Also 1.18.4 für Wehrlein. Schauen wir mal, was drin ist mit freier Fahrt. Und DRS, ja, da werden wir jetzt nicht mehr von profitieren. Jetzt ist DRS für uns kein Segen, sondern natürlich ein Fluch. Und wir können gleich mal in den Tabellen schauen, wo ist Rosberg, wo ist Hamilton? Weil das ist natürlich das, die können uns das Leben schwer machen. Das machen wir gleich mal auf der langen Geraden. Wir dürfen nicht vergessen, wir tun uns noch ein bisschen schwer auch an, ja, Wehrlein können wir nicht mithalten, aber auch an Alonso dran zu bleiben, beziehungsweise wegzukommen halt logischerweise. Wir sind wesentlich voller, wir haben wesentlich mehr Treibstoff drin. Das geht natürlich zusätzlich auch für die Reifen, aber wir sind dafür auf der Geraden gut im Verteidigen. Ich gehe jetzt mal schauen, es interessiert mich wirklich, wo sind die Topstars? Und Rosberg ist auf 10, ein Pünktchen. Und Hamilton ist auf 17 noch. Ja, Mai, was ist denn da los? Ja, und Rosberg, die starten noch alle. Also Hamilton muss bald in die Box.
Ich glaube, wir sollen ab Runde 15 in der Box, die werden wir niemals erreichen. Pardon. Ab Runde 8, auch die werden wir nicht erreichen, da machen wir uns nichts vor. Ja, aber Alonso muss sich selber verteidigen. Also wir werden wahrscheinlich Runde 5 reinfahren müssen. Wir sind ungefähr eine Sekunde langsamer als Werler. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Oh, das ist eine Verwarnung. Was sagen musste, der Wagen fängt jetzt an hinten zu rutschen. Das war ein Rutscher hinten. Das bedeutet, wir sind jetzt schon langsam am Limit der Reifen. Und 36, 38%, das geht sogar noch. Es hat mehr Zeit gekostet, darum ist es erlaubt. Und wir sehen, Alonso positioniert sich. Und wir müssen hier ein bisschen verteidigen. Nee, das reicht. Das reicht. Ja, wir müssen aufpassen. Das DRS ist brandgefährlich. Und das könnte uns die Platzierung kosten. Andererseits, wenn wir hier zu lange mit den Fighten, ja, das muss man ja auch sagen, wenn wir hier zu lange Positionskämpfe machen, Grosjean geht mit DRS an Alonso vorbei, dann ist das natürlich auch sehr schädlich. Oh, hier sind wir diesmal besser rum als die letzten Runden. Könnte eine persönliche Bestzeit geben. Allerdings haben wir auch einmal ganz kurz abgekürzt, glaube ich. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? 1.17.888, jetzt kommt Rosberg. Änderung bestätigen. Okay, geht in Ordnung. Ja, ich weiß. Ja. Ist ja auch okay. Und das bedeutet, wir müssen hier nochmal. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Änderung bestätigen. Ist angekommen. Bestätige. Ja, wir verlieren jetzt definitiv zu viel Zeit. Und wir kosten auch Grosjean, Alonso und so weiter Zeit. Das ist natürlich gut für die beiden Mercedes. Ist das die richtige Formulierung? Mercedes? Ich weiß es gar nicht. Für die beiden Mercedes, so müsste es wahrscheinlich heißen. Und ja, vor allen Dingen für Wehrlein, der ja unendlich weit weg ist und fett pumpen könnte. Aber auch er fährt natürlich auf weiche Reifen. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, wir müssen rein. 50%, da müssen wir rein. Und wir werden hier auch Grosjean passieren lassen. Der fährt mit DRS und fährt auch an uns vorbei. So. War jetzt nicht berühmt, die Einfahrt. Wir werden auch ganz weit zurückfallen, aber die anderen müssen natürlich auch noch alle rein. Fertig, los jetzt! Ja, wir werden letzter werden wahrscheinlich, oder knapp letzter. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Ja, Verstappen, Ricciardo, in der Region sind wir. Gegen Ricciardo halten wir mal rein und das zahlt sich aus. Es wäre schwer geworden, den Red Bull zu überholen. Also, das hat sich gelohnt, hier mal Mut zu beweisen. Ich weiß nicht, ob die Kamera die beste ist, eventuell nehmen wir gleich noch eine andere. Aber das hat sich ausgezahlt. Wir müssen auf Drecksburg kommen. Ricciardo hatte keine Chance. Und wir können ja jetzt nochmal die... Ich glaube, die ist ganz gut dafür. Wir schauen uns das hier mal an. Da sehen wir es. Er kann da eben natürlich nicht ganz so beschleunigen. Wir müssen engeren Winkel fahren. Wir haben die frischeren Reifen vor allen Dingen auch. Leicht auf Dreck. Ja, und dann sind wir vorbei. Sehr schön, sehr schön. Und unser Vorteil ist, dass Verstappen und Co. aufgehalten werden. Wobei ich nicht weiß, ob es ein Vorteil ist, dass wir hier generell im Verkehr sind. Denn da muss man auch mal ehrlich sein, das ist nicht so optimal.
Ja, Verstappen haben wir auf der Bremse überholt, so wie Verstappen selber immer macht. Und Hülkenberg werden mit DS holen. Also wir werden hier schon noch Zeit verlieren. Ja, wir haben Hülkenberg sogar vor DS geholt. Ich würde das gerne... Oh, es sind so viele Wiederholungen. Ich hoffe, es ist in euren Sinne. Schreibt mir mal... Oh, schade, das sehen wir nicht mehr. Schreibt mir mal, ob es in euren Sinne ist, dass wir so viele Wiederholungen auch machen. Oder ob ihr sagt, oh, nee, so oft muss es jetzt auch nicht sein. Aber ich finde es ganz gut. Hier sind wir auf der Bremse vorbei. Ganz knapp hinter Parma und gegen Gummi und werden mit DRS jetzt auch ein paar Mal vorbeikommen, der ja auf lila Reifen unterwegs ist, die jetzt abgelutscht sind. Und wir haben DRS und vor allen Dingen haben wir frische Reifen. Ah, wir sehen hier 340. 344. Boah, da verpasse ich sogar den Bremspunkt ein bisschen. Boah, das war krass und DRS habe ich auch ein bisschen verschlafen. Wir schauen uns das nochmal an. Sind wir auch ganz eng vor Parma vorgezogen. Dann hier auf den Körper gekommen, der hat mich nach außen gedrängt. Dadurch, dass ich leicht gesprungen bin. Und jetzt kommt Parma wieder ran, trotzdem wir DRS haben. Aber er muss sich auch verteidigen. Entschuldigung fürs Kreuzband. Ja, was ist denn hier los, Leute? Und zwei mit einer Klappe. Das ist ja unglaublich. Was für ein Manöver. Wir waren gleich auf der Wiese, ich weiß es. Aber es müssen jetzt zwei Reifen laut echten Formel 1 auf der Strecke sein. Die Strecke zählt übrigens sogar Curb dazu. Es sei denn, es wird alles definiert. Aber wir waren hier sogar noch richtig auf der Strecke. Ein Top-Manöver. Und ich weiß gar nicht, der Gelbe, der Renault, schaut mal, der verliert. Also eigentlich gewinnt er. Ich glaube, er greift ja hier. Nee, er verteidigt sich. Der verliert gleich drei Positionen in einer Kurve. Also unglaublich. Der ganz große Verlierer ist Magnus. Ist das. Na, und sein Teamkollege Parma kommt auch noch vorbei. Weil der... Ja, die berühren sich gleich. Die sieht man. Jetzt berühren sich drei. Ich würde ganz gerne nochmal anhalten. Und ich würde ganz gerne nochmal eine andere Sicht machen. Jetzt muss ich nur ganz kurz... Sicht war hier. Ich will nur sehen, ob wir uns fair verhalten haben bezüglich des Überholens. Hier sind wir mit zwei Reifen noch sogar auf der Strecke. Curbs wären erlaubt, laut Reglement. Ja, auch hier sogar noch. Wir berühren, na, hier berühren wir doch, vorne berühren wir dann noch. Was müssen beide sein? Also grenzwertig. Ich glaube, es ist grenzwert. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr von solchen Manövern haltet, ob wir in Zukunft dann die wieder passieren lassen müssen oder zumindest vielleicht ein, dass wir nicht ganz so viel verlieren. Oder ob ihr sagt, nee, das ist alles in Ordnung. Denn das ist natürlich das, eine Sekunde. Das ist immer so, ne? Ich muss immer so... immer abgelenkt sein. Ob das dann hier in Ordnung ist oder nicht. Da richte ich mich in Zukunft nach euch. Ich würde sagen, ja, es ist noch in Ordnung. Ich glaube, mit den Curbs stimmt sogar nicht. Die müssen, glaube ich, sogar in der weißen Linie sein. Und da sehe ich uns jetzt ganz knapp draußen, wenn ich ehrlich bin. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das Manöver in Ordnung sind oder ob das unfair ist. Na, oder ob es vielleicht situationsabhängig ist, wie im frischen Reifen, dass man da vielleicht eher ein Auge zudrückt und wenn man in gleichen Bedingungen fährt, also wir hätten gleich, in etwa gleich frische Reifen oder das wäre kurz vor Ende, man würde nur so profitieren, dass man das dann halt nicht erlaubt. Also da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir fahren hier unbeirrt weiter und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen Attacke machen. Arianto vor uns. Und wir haben ja immer noch sehr viel Benzin. Wir haben jetzt etwa fast das Benzin, was andere beim Start hatten. Naja, ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich ist es. Ja, Bottas ist wesentlich schneller wie wir, ist klar. Tut es gern nochmal. Wir haben ein Setup, was ein bisschen mehr auf die Kurven, sprich, ja, man sagt dann auch eher ein Regensetup ist. Wir sind mehr auf Kurven ausgelegt. Und wir werden niemals mit noch ein Stopp über die Runden kommen. Dafür nehmen wir die Reifen zu hart ran.
Ja, er greift an. Wir haben da halt keine Chance. Ja, ich hätte ihn sogar vorbeigelassen. Also, beziehungsweise habe ich 1.17.4 Hamilton. Der erste ist in der Box. Wir fahren 1.18.7. Das ist ungefähr jetzt das wahrscheinlich, was Pascal Wehrlein vorne fährt. Und Alonso kommt hinter uns raus. Ja, auch das ein Manöver, was ich gerne nochmal sehen möchte. Die Kurve hat es hier in sich. So, erstmal möchte ich wissen, was fährt Alonso für Reifen. Und dass wir jetzt vor ihm kommen, ist super. Das ist wirklich super. Er fährt gelb wie wir. Ja, da würde ich sagen, haben wir Glück gehabt. Das war ganz schlecht hier rum. Dementsprechend kommt auch Alonso mehr. Ich fahre jetzt gerade wie so ein Besoffener, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ein bisschen furchteinflößend, wohl, dass Alonso hinter mir ist. Und Punkte sind definitiv auch drin. Selbst wenn wir einen Stop noch mehr machen als geplant. Hier haben wir uns aber ein bisschen abgekürzt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte jetzt ja auch nicht jede Szene wiederholen, aber ich würde fast sagen, das war auch schon wieder grenzwertig. Aber wir haben plus 0,2, also wir haben auf jeden Fall Zeit verloren und nicht gewonnen. Also ist es ziemlich okay. So, und jetzt fahren die Nächsten in der Box. Wehrlein ist in der Box. Den werden wir natürlich nicht einholen können. Wehrlein werden wir nicht bekommen. Glaube ich zumindest nicht dran. Jetzt zuckelt es hier leicht im Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es war auch gar nicht Wehrlein, der in der Box war. Ich weiß gar nicht, wer das war. Okay, wir haben wieder eine Verwarnung bekommen. Pardon. Noch bin ich nicht 1000% wieder fit zur Abrundung. Dann muss ich Kreuzband, wobei ich das sowieso generell immer habe. Aber normalerweise kann ich das gut wieder drücken. Nur jetzt gerade. Vielleicht hätte auch die Kaffee vorher nicht trinken sollen. Ja, wir kommen an Harianto nicht richtig ran. Wobei wir auch Qualifying ja gesehen haben, die Manos sind auf einem Level. Nur hat Harianto natürlich eigentlich abgerutschte Reifen. Also gerade lila fährt der noch. DRS haben wir, sehr schön. Damit sollten wir zumindest rankommen. Wenn auch nicht vorbei, das glaube ich nicht ganz. Aber wir sollten rankommen. Okay, hier ist Jeff, du musst. Ja. Das ist ein bisschen. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil er in der Box gefahren ist.